wo die JPA, die Abteilung, vor 30 Jahren aufgegangen ist, ist sie ihrer Art wirklich in einem gewissen Sinn einzigartig und fast ein bisschen revolutionär. Und zwar vor allem die Verbindung zwischen dem Therapeutischen auf der einen Seite und ganz intensiv aber auch dem sogenannten Milieutherapeutischen, also im Alltag. Wie gehen die Jugendlichen mit dem Alltag um? Und das Interprofessionelle, psychologisch, psychiatrisch, aber auch pflegerisch, pädagogisch, das war ganz speziell. Ja, wir sind natürlich ständig dran, uns zu verbessern. Aber verbessern heisst, wir müssen vor allem auch unseren Zeitgeist anpassen. Die Anforderungen haben sich verändert. Wir haben zum Beispiel heute deutlich kürzere Hospitalisationszeiten und viel mehr Wechsel von den Patientinnen und Patienten als früher. Und das erfordert natürlich auch Anpassungen an Konzepte. Viele Jugendliche, die bei uns sind, haben ein Stück Sicherheit verloren oder auch Vertrauen verloren, haben darum eine Blockierung in der Entwicklung. Und wir versuchen, ein Stück von dieser Sicherheit zurückzugeben. Nicht durch Mauern, wir sind offen, es ist eine offene Abteilung, aber durch Beziehung. Und da spielt nicht nur die therapeutische Beziehung eine wichtige Rolle, sondern auch eben der Alltag, die Pädagogik und vor allem auch die Schule. Wir haben eine interne Schule bei uns in der JPA, die sehr intensiv arbeitet, nicht nur mit den Jugendlichen, auch mit den Schulen, wo sie dann im weiteren Verlauf wieder zurückgehen.